Was Das ist das hier? Ist das ein Velociraptor? Was für ein Ding? Oh mein Gott! Oh mein Gott! In Minecraft Natura, unsere Welt ist so bunt und dicht. Lachen zusammenhalten, das ist unsere Magie. Freunde, es ist etwas Unglaubliches passiert. Wir graben uns hier so ein bisschen lang grad. Und auf einmal, was ist das? Junge! Oh. Das sieht aus wie eins von diesen Sachen von Alex Caves, weißt du? Ey, das. Ey, ich weiß, was es ist. Das ist, schau mal. Hier ist so ein Spelunky-Table. Oh, warte mal bitte. Oh mein Gott. Okay, da. Okay, wir. Wie random, hä? Aber auf jeden Fall, wir haben jetzt einiges an. Warte, was ist das jetzt? Ich glaube, das ist die Steinzeithöhle, ne? Genau, genau. Okay, okay, okay. Warte mal, lass das Papier noch alles mitnehmen. Ich glaube, ich habe noch keinen von diesen Tischen. Ich nehme den auch mal mit hier. Den hat mir Justin schon gegeben, weil er nicht wusste, was er damit machen soll. Ah, okay, okay. Ey, warte mal, lass das direkt mal hier machen. Warte mal, ich glaube, wir gehen. Warte. Freunde, wir müssen jetzt, man kann jetzt, um jetzt erstmal hier klarzustellen, man kann mit diesen Teilen theoretisch diese Maps da erstellen, um halt in diese Höhlen zu kommen. In dem Fall haben wir jetzt hier, wenn wir mal kurz Cave angeben, diese Primordial Caves. Und das sind so Steinzeithöhlen mit so Dinosauriern und das ist richtig krass. Auf jeden Fall, wie funktioniert das jetzt? Man muss jetzt, glaube ich, hier das Cave-Tablet reingeben, genau. Und jetzt hier ein Papier. Okay, oh mein Gott, okay. Jetzt müssen wir hier, genau, wir müssen jetzt hier diese Wörter suchen. Kann man so, nee, warte mal. Wie funktioniert das jetzt? Muss ich jetzt einfach hier drücken? Ja, du drückst einfach irgendwo rauf. Ah, okay, okay. Ah, und jetzt kann ich hier sehen, was das Buchstaben waren. Okay, warte mal. Ich brauche ein P. War hier ein P dabei? Nee, war hier ein A dabei? Ja, ein A. Okay, A sieht so aus. Sag mir nicht, du kannst diese Sprache. Nein, nein, nein. Man kann das nachgucken hier. So. Also, also nicht halt alles, aber man kann so ein bisschen diese einzelnen Buchstaben halt erfahren mit dieser Lupe, wenn man was falsch hatte. Warte mal, also, ich muss das Wort Pass suchen, das heißt, ein P brauche ich. P ist, boah, ich bin richtig angespannt gerade. P haben wir, glaube ich, nicht. Ein A haben wir hier, das ist so ein gebogenes Ding. Ein S haben wir hier. Übrigens, du musst drei Wörter finden, ne? Oh, ich sehe es unten, diese drei Punkte, ne, hier. Ja. Ja, okay, werde ich schon hinkriegen, irgendwie hoffentlich. Warte mal, ich brauche... Oh mein Gott! Das gebogene. Oh, diese Höhlengeräusche, ne? Nicht witzig. Das ist echt nicht cool. Warte mal, ich brauche das Gebogene, das und das. Gebogen, das. Macht das Sinn? Nee, ich glaube nicht. Boah, das ist voll schwierig. Boah. Ich will das jetzt auch nicht so oft falsch machen, irgendwie. Du kriegst, also wenn du ein Wort hast, kriegst du wieder neue 5 Versuche. Ah, okay, okay. Dann kann, das heißt, ich kann noch theoretisch ein paar Mal noch ausprobieren vom Ding her, wenn ich mir nicht ganz sicher bin. Ja. Okay. Ich probiere einfach mal, warte mal, wo ist denn dieses Gebogene neben dem? Das haben wir einmal... ist das nirgends? Warte mal. Wo ist... Ach, hier. Ja, ich hab's! Ich hab das erste! Sehr gut, sehr gut, sehr okay, gut. Okay, okay. Yo, was ist das denn? Subterranodon. Das kann sein, dass das eine ganze Zeile ist, eine etwas kürzere Zeile. Ah. Weil das ein langes Wort ist. Was mal hier? Das ist ein US. Das heißt, es muss einmal hier damit anfangen, damit weitergehen. Das hier. Ja, hab's. Okay, noch eins, noch Let's eins. Go. Okay, okay. Monolith. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht Elias hier? Keine Ahnung. Warte mal, lass mal ganz kurz gucken hier. Weiter geht's. Dann. Ne, warte, ich muss erstmal hier was machen. Monolith. Das war falsch. Mist. Das war auch falsch. Oh mein Gott. Boah, was ist das jetzt hier? M. Ich brauche ein M. M haben wir hier. O ist. Ist das ein O? Ich glaube, das ist ein O. Warte mal, M war das. Das heißt, ich brauche. Hä? Das sieht gleich aus, oder nicht? Ah, ne, das war das O. Oh Gott. Das hier. Ich hab's, ich hab's! Let's go! Okay, ich hab den Cave-Codex. Okay, okay. Gut, 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 gut. Wir brauchen jetzt Papier, ne? Hast du noch Papier? Ja, ich hab eins. Oh, wow. Wir brauchen zwei... Junge Elias. Hallo? Ja, hi! Yo! Was geht? Na? Was geht? Ey, wir sind gerade auf Mission. Wir haben jetzt okay. So einen Cave-Codex von dieser... von der Dinosaurierhöhle. Ah, okay, 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 okay. Okay, wo ist diese Höhle?
Müssen wir jetzt gucken, wir brauchen noch eine Karte davon. Ach so. Übrigens, ich hab dir mal diesen Codex gedroppt, ne? Also nicht diesen Codex, sondern dieses Buch da. Ja, ich seh's gerade. Wenn du jetzt diesen Codex einfach so einlöst, dann geht das als Information in dein Buch rein. Also du kannst es jetzt als Karte verkaufen oder als Information. Also, es wäre eigentlich schlau, das, weil ich habe jetzt noch 6 weitere von den Tablets. Das heißt, ich könnte theoretisch einfach das nochmal machen und dann hätte ich die Information und eine Karte, oder wie? Genau, du hättest jetzt nur eine Information dann theoretisch, wenn du das einlöst. Ja, aber wenn ich kann das nochmal machen theoretisch. Ich habe ja noch 6 weitere. Ja, dann kannst du das machen. Also du könntest jetzt praktisch, wenn du 6-mal Informationen ranholen und eine Karte machen. Das wäre eigentlich schlau, oder? Ja, weil du schaltest damit jetzt, also mit einmal einlösen schaltest du jetzt nur diesen Begriff frei, also diese Art von Höhle. Und dann musst du das mehrmals machen und dann kommen da immer mehr Informationen. Dingens, wo ist dieser Tisch jetzt hin? Hat den jemand abgebaut? Ich hab den mitgenommen. Achso, dann, weißt du was, dann mach ich das einmal direkt nochmal kurz. Okay, also das ist ein L. Boah, ich hab richtig geraten gerade. Lol. Okay, warte mal, Sandstone ist das nächste. Rat bringt's gar nicht. Okay, warte mal. Okay, was muss man hier machen? Also, schau mal, du kannst erstmal, der erste Versuch, den musst du, schau mal, du siehst oben links jetzt ein Wort, Elias. Ja. Bei Feind. Und das musst du jetzt in dieser Enchantment-Sprache da, versuchen zu finden. Du kannst jetzt, wenn du jetzt irgendwo draufklickst, mach das mal. Ah ja, okay. Und dann kannst du mit der Lupe gucken, was für Buchstaben das sind. Und je mehr du dann halt freigeschaltet hast, kannst du halt so erahnen, wie die Sprache funktioniert und wie man das dann, was dann das richtige Wort ist. Ich brauch Sandstone. Aber warte, das ist das S. Ein A brauche ich noch. Ist das hier irgendwo? Ja, hier ist ein A. Okay, warte, das heißt, ich brauch das mit dem. Ja, ich hab's. Stark. Okay. Oh nein, ich hab nur noch einen Versuch. Okay, das ist ein D. Das ist ja wie Strichmännchen. Nur irgendwie absolut schwierig. Es ist echt grausam, dieses Mini-Ding. Nein, eine Karte von mir ist kaputt gegangen. Egal, warte mal. Hat jemand von euch ein D? Weiß jemand, wie so ein D aussieht? Gar keine Ahnung. Boah, ich hab wieder richtig geraten, warte. Ich hab zweimal richtig geraten. Lol. Ich hab dreimal richtig geraten! Nee. Ich hab's! Einer zu viel. Ich hab's einfach! Okay, warte mal. Dann rechtsklicke ich jetzt das hier. Und jetzt habe ich hier die. Ja, jetzt habe ich hier die Infos. Okay. Was kann man jetzt gucken? Ah, und der Rest wird freigeschaltet, wenn man in der Höhle drinne war, oder wie? Du musst da. Also, ja. Du kannst das jetzt nochmal machen, theoretisch. Oh mein Gott. Und dann wieder rechtsklicken und dann füllt sich die Information. Hat man für jedes Wort 5 Versuche? Ja, genau. Jedes. So, okay, warte mal. Also. Cave Biomap, Primordial Cave. So, wir haben auf jeden Fall diese Cave Map hier. Okay, soll ich jetzt einfach mal rechtsklicken? Ich würde erst weiter weglaufen, bin ich dir ehrlich. Okay, aber wie weit ist die Frage? Auf jeden Fall nicht in die Richtung. Also nicht Richtung dein Haus. Weil ja, ich muss mal kurz eine Spitzhacke machen. Locker 2000 Blöcke und es hat sich nichts getan. Okay. Deswegen würde ich vielleicht genau in die anders entgegengesetzte Richtung zum Spawn laufen. Können wir machen. Gute Idee. Dann machen wir das so. Kann ich kurz ein paar Sachen bei dir einsortieren? Kannst du machen. Leg unten, also die Steinsorten, die du nicht hast, lege ich einfach unten rechts mal kurz rein. Ja, okay. In dem Sack habe ich auf jeden Fall noch die Wasserkarte, also... Ah! Hier theoretisch parallel. Okay, genau. Stimmt, du hast das... Ja, okay, wunderbar. Dann lass einfach ein bisschen weiter in die Richtung laufen und dann sollte das irgendwie hoffentlich gleich klappen. Also, dass wir dann irgendwie was merken, dass es irgendwie lädt oder so. Okay. Boah, es wäre so genial, wenn das irgendwie klappen würde mit dieser Karte. Das wäre so cool. Ja, wirklich. Also ich will einfach mal diese ganzen Höhlen da in echt sehen. Also, ich habe die schon in Videos gesehen manchmal, aber... Ich noch gar nicht. Ja, ich weiß, wie so 2, 3 aussehen. Von 2 habe ich auch gar keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nur nicht, wie Toxic und halt eben diese Dino-Höhle aussieht, glaube ich. Und Magnet, glaube ich. Ich glaube, ich kenne nur die Wasserhöhle und die, diese... Was war das nochmal für eine? Und die Horrorhöhle, genau. Ich kenne die Wasserhöhle und die Horrorhöhle. Die anderen 3 kenne ich nicht. Deswegen, okay. Müssen wir gerade mal gucken. Ich kenne tatsächlich die Toxic-Höhlen. Die habe ich mal bei wem war das? Auf jeden Fall in Minecraft-Freund. Logo, glaube ich. Ja, das kann gut sein, ja. Der war da, glaube ich, mal, aber ansonsten kenne ich gar keine. Ja, ich kenne halt 2 von denen einfach. Dingens, wo ist eigentlich Elias jetzt? Sollen wir einfach den jetzt zurücklassen, oder? Keine Ahnung. Wollt ihr der mitkommen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Der hat irgendwie nichts mehr, der ist mir weggegangen auf einmal, ne? Also, er wollte auf jeden Fall zu seinem Haus und was er dann machen wollte, keine Ahnung.
Lass erstmal ein bisschen in die Richtung und gucken, ob wir was irgendwie erforschen können, mäßig von der Karte. Wenn wir da was finden, dann können wir ihm noch schreiben, dass er mitkommen soll. Wollen wir Richtung... Hast du die schon aktiviert? Nee, noch nicht. Weil ich hätte jetzt gesagt, dass wir erstmal so 1000 Blöcke in die Richtung schon laufen. Ja, okay, können wir machen. Boah, 1000 also dauert lang, oder? Naja, wir sind ja jetzt schon 300 Blöcke gelaufen, passt. Ja, okay, gut. Ja, stimmt auch wieder. Okay, dieser Regen ist gerade ein bisschen nervig und es wird Nacht, fällt mir gerade auf, ne? Oh. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen suboptimal. Also so, egal, naja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, ich glaube, wir kriegen das hin. Soll ich einfach schon mal rechts klicken? Ja, okay, mach. Okay, ich mach. So, okay. Normal sollte das jetzt so 1 bis 2 Minuten im längsten Fall laden. Okay. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, ob wir gleich was finden. Also meine lädt jetzt schon seit einem Tag. Ja, dann war ich nicht in der Nähe. Oh, guck mal, wie süß der Vogel ist. Hast du gesehen? Yo, Kolibri. Ey, das nervt mich übel. Die hören sich einfach an wie Autos. Was? Wie ja, Autos? Ja, die Kolibris hier, die brummen manchmal so. Ding, ich wurde auf Discord auch schon gefragt, ob das Modpack veröffentlicht wird. Wie sieht denn da aus? Ich glaube, ich habe sogar schon bei dir in den Kommentaren da dem Typen geantwortet, der das gefragt hat. Und, aber ich kann auf jeden Fall jetzt nochmal fürs Video sagen, so das Modpack wird wahrscheinlich so Richtung Mitte bis Ende des Projekts veröffentlicht erst. Weil ich habe keinen Bock, dass das irgendwie so viel gespoilert wird, was man machen kann und alles. Ich fände es cool, immer das selber ein bisschen herauszufinden. Ja, und außerdem nimmt das, glaube ich, auch den Zuschauern so ein bisschen die Spannung beim Zuschauen. Ja, ja, nachher spielen die das und dann wissen die, okay, das kann man machen und dann, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir sind irgendwie auf einem komischen Eisberg gelandet gerade. Yo, guck mal, wie cool. Ey, oh mein Gott, hier ist ein Geistbock oder sowas. Ey, es hat geladen. Nein, ey. Es hat geladen, ohne Witz. Okay. Oh mein Gott. Okay, wir haben eine Karte zu der Dinosaurierhöhle. Okay. Guck mal, siehst du das? Nee, ich muss sie, wenn dann... Warte, nimm, zeig mal deinen Zuschauern. Leute. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ja, ja. Okay, wir müssen in die Richtung auf jeden Fall. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich glaube, die Ziegel gleift sich gleich an. Richtig groß aus. Ja, ja. Oh mein Gott. Willst du die wieder? Kann ich nehmen. Okay, warte mal. Nimm die am besten in deine Offhand, dann ist sie so ein bisschen kleiner. Ja, gute Idee. Okay, sollen wir Elias jetzt schnell holen? Ja, oder? Schon, glaube ich. Okay. Elias, bist du da? Hallo? Moin! Moin! Na, ey, wir haben die Karte für die Dinosaurierhöhle hat geladen. Okay. Wir können da hin. Wir müssen jetzt einfach straight geradeaus einfach ganze Zeit. Bis wir halt irgendwie gleich irgendwie merken, dass wir auf der Karte sind. Keine Ahnung. Weißt du, wie das aussieht mit der Karte? Nee. Warte, guck dir das mal an. Das sieht übel cool aus. Nimm das mal in deine Hand. Übrigens, Leute, wichtige Information. Wow. Die andere Karte hat immer noch nicht geladen. Ja, genau. Das ist irgendwie so mäßig. Wir haben da jetzt rechts irgendwie so einen Pfeil gesehen. Siehst du den? Mhm. Und da, das sind wir so gesehen. Wir müssen jetzt einfach, wenn du dich umguckst, siehst du, dass sich der Pfeil auch bewegt. Ja. Und wir müssen jetzt einfach geradeaus, okay? Ja, die sehen auch viel cooler aus. Was da steht? Was ist? Was ist das rechts oben über dieser Höhle? Gib mir mal nochmal das Ding. Ich glaube, Meadows steht da. Das ist ein Biom, glaube ich. Ja genau, das ist das Biom, wo wir dann erstmal hin müssen. Dann wissen wir sind richtig. Oh. Was ist Meadow für ein Biom? So Wiese, also... Einfach eine Wiese. Okay. Wir haben uns immer noch keinen Millimeter auf der Karte bewegt, das ist unglaublich. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Also, ja, ich bin der Giga-Chat-Stein. Also, ich mach mir mal hier den Offhand. Laut der Karte halt wirklich immer weiter geradeaus, immer noch. Oh, sorry. Hä? Ich hab dich aus Versehen geschlagen. Achso, hab ich gar nicht gemerkt. Oha. Nein, also, ich hab mich... da kommt noch scharfes 5 drauf und dann merkst du es vielleicht. Ich hab keine Schlaganimation gesehen, dass ich irgendwie geschlagen wurde oder sowas. Oh Gott, wie sollen wir jetzt hier rüber? Oh mein Gott. Fast-bridgen. Kannst du fast-bridgen? Nein. Ja, dann haben wir ein Problem. Oh mein Gott, dann haben wir ein Problem. Ich hab 1 Stack Holzstämme. Oh mein Gott, du bist unser Retter. Dann komm, du darfst gerne vorausgehen. Nö, ich geb dir die, du machst das. Oder so. Ich weiß nicht wo, warte mal. Ah, hier. Ah, oha, sogar, okay, dann können wir sogar noch mehr Holz machen, perfekt. Leute, Dark Oak? Ja. Ah, nee, wir sind sogar gerade durch so eine Welt durchgelaufen, ich bin dumm. Ja. Okay. Warte, was? Was denn? Hast du, ich hab gerade gesagt, ich bin dumm, du hast gesagt, ja. Nein, ich hab, ach, egal. Das war nicht darauf bezogen.
Ey, es wäre schon witzig, wenn... Wenn mich jetzt jemand schlägt, wirklich, er schuldet mir einen Stack Dias. Ich will einen Stack Dias, wenn man mich unterstößt. Was, wie viel Dias kriege ich? Ein, mehr habe ich nicht. Jo, ja okay, 5 Stacks, das ist schon ein bisschen teuer. Ja, dann wird das Auto aber auch ein bisschen teuer, ne? Oh nein, stimmt. Ey, ich baue gerade für die Gemeinschaft eine Brücke, okay? Warum brauche ich jetzt 2 Blöcke so? Hast aber schon genug Rabatt bekommen, bin ich dir ehrlich. Ja, nee, nicht Rabatt, einfach damit ich überlebe. Ey, warte mal, ich glaube, wir haben uns bewegt. Echt? Ja, wir sind schon relativ weit drinnen jetzt. Ja, hier sollte auch gleich eigentlich... Haben wir keinen Sinn mit. Oh mein Gott. Meadows. Ja, man, okay, wir bewegen uns, wir sind gleich da, okay, okay. Oh. Ey, wirklich, in dem Projekt hört man alle 10 Sekunden irgendeinen Creeper explodieren. Ja, ohne Witz. Ey, Dingens, wenn wir gleich in der Höhle sind, ne? Ja. Ich kann euch vorwarnen, es gibt T-Rex. Es gibt einen T-Rex. Lebendig. Und, was? Lebendig. Ja. Lebend. Und der ist ein bisschen aggressiv. So. Der ist ein bisschen aggressiv. Deswegen, Wie ein bisschen? Also, wenn du dahin gehst, in deiner Nähe, sagt er so, weg da! Und dann geht er auf dich los. Beißt der so ein bisschen oder ist er nur so, der redet nur? Der beißt dich, aber der beißt nicht, der knabbert dich nicht an, der isst dich wirklich auf. Also in einem der, so? Ja. Der kitzelt nur. Oh, das ist gemein. So, okay, bisschen Dropper spielen hier, komm. Stark, Elias? Oh mein Gott. Boah, stark. Boah. Okay, warte mal, wir können uns theoretisch jetzt gleich runterbauen. Das Ding ist halt, wenn wir uns von oben runterbauen, wir müssen uns am besten von der Seite reingraben, weil wenn wir uns von oben da runterbauen, ne, dann, die Höhle ist halt richtig hoch. Wir würden direkt an Fallschaden sterben. Die sind locker 50 Blöcke hoch oder so. Deswegen, es macht Sinn, erstmal jetzt hier schon mal ein bisschen runter zu gehen, sage ich. Und dann halt so, einfach so reingraben jetzt. Einfach weiter. Ey, hier ist ein Spawner. Nice. Ja, nehm ich mit. Oh Gott, es laggt ein bisschen. Oh, es laggt schon. Habt ihr es gesehen? Das heißt, irgendwie vielleicht noch nicht wegen der Höhle da. Oh, ein Goldapfel. Ja. Also, ey, wirklich laut der Karte, guck dir das mal an. Wir sind wirklich jetzt jeden Moment da. Guck dir das mal an, Elias. Ja, okay. Das sieht aus wie 3 Blöcke oder so. Ja, gib das mal Lenny. Also wir sind wirklich jetzt wirklich, also maximal 20 Blöcke entfernt oder so. Ja, okay, das ist wirklich schon richtig knapp. Ich muss mal alles lauter machen. Das Licht hat sich irgendwie gerade verändert, ein bisschen. Kann auch einfach, ja, stimmt. Kann auch so irgendwie... Gelblich, ne? So ein bisschen. Ja, ja. Die Höhle ist gelblich. Ach so. Also, es wäre... Ist gut, dass du vorangehst, ne? Falls du runterfallen solltest, so. Nee, ich grab ja extra so, dass man nicht runterfallen kann. Ey, warte mal, hier ist Erde. Ich glaube, wir sind da. Ja, okay. Oh Gott. Warte. Hier sind die Blöcke, oder? Sind das die Blöcke? Ja, safe. Die sehen anders aus, auf jeden Fall. Als ja. Town of Bedrock. Ja. Okay. Wir sind jetzt gleich da. Limestone. Oha. Warte. Ich will mal so einen Block haben. Ja, auf Spannung jetzt die Folge. Okay. Ihr müsst euch vorstellen, das sieht so aus, als ob jetzt irgendwie, wie bei Ice Age. Kennst du diesen dritten Teil, wo diese riesige Untereishöhle ist? Klar. Ja. Yeah. Genau so sieht es aus. Wirklich exakt. Ich hör's. Hört ihr die? Ja. Ich hab's auch schon gehört. Ich mach kurz meine Sounds auch ein bisschen lauter. Oh mein. Man hört die schon extrem. Hey, ich hör gar nichts. Übel die Dschungel-Sounds. Vielleicht einfach weiter runter. Oder jetzt. Hoch? Hoch kann ich mir nicht vorstellen. Oh mein Gott. Ey, nee, von links kommt. Ich hab vergessen, das ist ja gerade ein Lichtbug, ich hab's kurz gesehen. Was passiert hier? Ja, okay, hier ist die Schicht. Okay, Jungs, pass auf, warte mal. Hat wer Wasser? Wenn wir da runter gehen, sterben wir. Ja, hier. Ey, Achtung, hier, komm zu mir, hier geht's fast gar nicht runter. Runter. Ah, okay. Oh, wir sind da! Oh mein Gott. Okay, wir sind drinnen. Wir sind drinnen. Oh mein Gott. Let's go. Gott. Alter. Ey, ich hab die Kamera dabei. Das ist krass. Ey, mach Bild von mir und Lenny. Lenny, komm, stell dich an den Rand, wir kriegen ein Bild, komm. Warte. Bitte nicht lächeln, das ist gruselig. Okay, ab. Alter! Das kommt ins Album. Okay, warte mal, ich place kurz Wasser, dann können wir alle runter. Oh, das sieht so, das alle? Das sieht ey, so da fliegt irgendwas! Aus. Da fliegt ein Dino! Das ist ein Dino, ja? Das ist ein Flugdino. Okay. Okay, warte mal, alle ins Wasser, alle ins Wasser. Hey, wie bist du? Oh, hier ist ein Fisch drinne! Leute, da ist eine Ancient City. Wo?
Da sind irgendwelche. Ey, guck mal, da sind so fleischfressende Pflanzen. Kommt mal hier rüber, Jungs. Oha, was passiert hier? Guck da vorne! Was? Was das ist? Das kann nicht sein! Eine Ancient City! Was ist ein Dino hier? Da, ey, oh Elias, mein Gott! Da ist eine Ancient City in der Höhle! Ne? Eine Ancient City! Ach, da! Das kann nicht sein! Oh mein Gott, pass auf! Hast du ihn angegriffen? Hilfe! Nein, ich greife ihn nicht an. Kann man den hochheben? Nee, kann man nicht, schade. Ey, was sind das für Pflanzen? Oh, ey. Wieder ausgestorben. Elias, man kann die mitnehmen. Wie, du kannst die mitnehmen? Man kann die abbauen und mitnehmen. Ach so. Guck mal. Man kann die alle sammeln und dann zu Hause aufstellen. Schaut mal hier. Hey, was hast du bekommen? Lol, ist das das Holz hier? Nee. Nein, das ist Dino. Oh Gott. Guck, Dinosaurier-Job. Jungs, wie das aussieht. Das ist er. Alter. Boah, das ist krass. Ich muss Screenshot davon machen. Wow. Ich mach die ganze Zeit Fotos mit meinem coolen Kamera. Warte, stellt euch mal beide hier hin. Ich muss ein Foto von euch machen. Okay. Boah, ja, das ist krass. Warte, mit der Ancient City im Hintergrund. Elias, komm, wir müssen zurück. Okay, guck in die Kamera. Ich guck natürlich in die Kamera. Okay. Yeah. Krass. Boah, habt ihr hä, war das die Explosion? Nee. Das war sowieso bumm. Ey, da oben chillt gerade so ein Flugsaurier. Lass mal zu dem gehen. Ab geht's. Denkst du, der ist besucherfreundlich? Ich glaube, der ist nicht aggressiv. Okay. Ey, was, das sind. Schon mal, die haben das. Nein! Also, ey, Leute, das ist gar nicht so passend umgedreht. Guck mal, das hier ist kein Gras, das ist ein Moos. Lol. Moos? Aber gibt's das nicht auch über der Erde? Ich glaube nicht. Erde. Ist das so ein T-Rex da unten? Das Grüne, ja, das Grüne da. Das Grüne ist der T-Rex. Der greift die auch an. Ja, der greift alle an. Die kämpfen. Alter, die Sounds. Mach mal die Sounds lauter, Jungs. Ja, hab ich. Warte, sag mal kurz ruhig. Er hat ihn gekillt, habt ihr es gesehen? Der hat schon mehrere gekillt. Ey, ich mach kurz Sounds auf 100. Wartet mal kurz. Ja, ich auch. Ach, da seid ihr. Sag mal. Oh mein Gott! Nein! Ich bin runtergefallen! Leute! Bau dich hoch! Komm hoch! Er kommt schnell! Oh mein Gott! Alter! Boah, wieso sieht der so cool aus? Ich muss meine Sounds leiser machen wieder. Oh mein Gott, da kommt zu mir, Jungs! Hilfe! Komm hoch! Wieder runter, Hilfe! Oh mein Gott! Alter! Der wollte mich angreifen! Das weiß ich! Es wackelt alles! Ja! Weil er so schwer ist! Soll den mal abschießen? Na, weiß nicht. Ey, was ist das da die ganze Zeit? Ich hab ihn abgeschossen! Ey, wir können ihn killen! Vielleicht droppt er was! Der hat was gedroppt! Hat gedroppt. Hat er? Doch! Auch nur so ein, Dino-Chop-Ding da und halt, Knochen. Nee, warte! Der hat keine normalen, der hat schwere Knochen gedroppt. Ember! Ist das Harz oder sowas? Was Ember ist das, keine Ahnung. Kann man sich daraus was machen? Schau schnell. Ey! Irgendwas daraus bekommen. Ey! Ember-Monolith! Ja! Was bringt das? Ey, Leute, ich glaube daraus... Ey, guckt mal! Wenn ihr mal euch umguckt, die leuchten so, diese Amber-Kugeln. Seht ihr das? Ja. Ich glaube, da, da schlüpfen die Dinos raus. Acht. Ey, wartet, Jungs. Ich baue hier was ganz ab. Elias, hier in der Mitte. Lass den klatschen. Guck, komm, lass den klatschen. Okay, warte. Oh mein Gott, da macht viel Damage. Du musst helfen. Braucht ihr Hilfe? Ja. Tot. Das ist direkt schon. Hä? Achso, okay. Ey, der hat so viel Damage gemacht. Schwarzes Leder? Ey, wie viel Ember jetzt hier rumliegt? Warte, ich nehme mir davon unbedingt was mit. Ey, Jungs, guckt hier oben. Bau das ab. Was passiert? Lol. Ey, kann man das mitnehmen? Ja! Ja! Ey, das ist. Es ist eine Licht. Das ist eine neue Lichtquelle, Jungs. Warte mal. Wie heißt das? Guck mal. Boah. Warte mal, das heißt Ember Soul. Ey, ich brauch ein Foto von dem, Bruder. Ey, das kann man sich aus Ember craften, glaube ich, oder? Warte mal. Schön mit der Gang. Nee, kann man doch nicht. Ne, man kann sich den jetzt nicht craften. Ich kann den heben. Oh, das wäre so cool. Leute, diese Fleischfresser. Stellt euch vor, man könnte mit denen mal cool fliegen. Hier. Ey, man kann die fleischfressenden Pflanzen mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die bei mir rumstehen haben will. Hä? Ey, ohne Witz für deinen Vorgarten da. Das sieht übel cool aus. Die greifen ja nicht an, glaube ich. Die greifen ja nur so Fliegen an und sowas. Okay, wegen dem Warden, glaube ich. Wegen dem Warden. Oh mein Gott, das kann nicht sein, dass das ein Warden gespawnt ist, Alter. Das ist unglaublich. Nee, ist nicht. Alles gut. Nee? Warum ist denn so komisches Licht gerade? Das ist immer, wenn du zu lange diese Lichtquelle... Hör. Oh. Oh nein. Ich komm gleich wieder, aber... Ey, das ist... Ich bin gerade so überwältigt, ne?
Ey, es sieht so cool aus, ne? Ja, ich glaube, das ist die schönste Höhle, die es gibt von den allen, die es gibt, Mann. Aber ich glaube, ich würde erstmal einen Cut machen und dann in der nächsten Folge eine komplette Dino-Folge machen. Ja? Ja, ja. Ich mach bei mir eine XXL-Folge. Doch, ich glaube, das lohnt sich mehr. Warte, meinst du, die Tree Axe holt den ganzen Baum weg? Hallo. Was du sagen, Lenny? Ja, oh mein Gott! Was ist los? Wo seid ihr? Alter! Ey, man kann mit Tree Axe funktionieren bei den Bäumen hier. Was ist das? Achso, das ist so ein. Aber ich glaube, das ist normales Dschungelholz. Ja, sieht so aus, ne? Ey, Elias. Das ist nicht normal, das sieht so krank aus hier. Was denn? Lol. Ja, alles! Sapling. Ach so, ich dachte, du hast doch was gefunden. Lass mal gucken, ob wir irgendwie Erze finden oder so. Was hast du für einen Erfolg gemacht? Was war das für ein Erfolg? Ich hab irgendwas bekommen. Tree Star, the favorite Baumstern. Da kann man sich Essen draus machen. Ah, okay, okay. Ey, ich nehme ein paar von diesen komischen palmenartigen Pflanzen mit. Die sehen voll cool aus. Die sehen ehrlich cool aus. Wie heißen die? Sized oder Psyched, keine Ahnung. Was ist das hier? Ist das ein Velociraptor? Was für ein Ding? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Greift der an! Nein! Hast du es gesehen? Der ist auf dich draufgesprungen! Nee, hab ich nicht gesehen. Der ist ohne Witz auf dich draufgesprungen. Ohne Witz. Die anderen kommen! Die sind ein Rudel! Das ist ein Rudel! Oh mein Gott, Jungs, pass auf! Nein, die haben einen König, die haben einen König! Baut euch hoch! Ich hab dich zu hoch! Hilfe! Warum gehen die auf mich? Gut. Weil du die angegriffen hast! Hilfe! Ich hab die nicht angegriffen! Ey, der springt hoch, hast du gesehen? Nein, ich kann ihn nicht sterben. Warte, wir kriegen die, Jungs. Ich brauch Hilfe, Jungs, bitte. Die springen hier rum, ja, ich bin grad selber am Python. Oh mein Gott! Das ist mir zu viel. Okay, einer down. Ich werde noch von anderen angegriffen. Ey, wir greifen alle an, Jungs, bitte helft mir, bitte, ich werde sterben. Ja, hier ist der König, geht auf den König. Ich werde sterben, Ich hab den König. Ich werde sterben. Ich komme. Oh mein Gott, ich hab mich mit Wasser geslowt. Ich werde sterben, ich bin tot, nein! Du lauf nicht weg! Ich bin 100% tot, 100%. Warte, der snipe, ich snipe. Aber ich bin auch noch! Oh, ich hatte ein halbes Herz kurzzeitig. Okay, ist hinter dir. Warte, ich snipe. Ich bin safe. Oh mein Gott, ich hatte gerade ein halbes Herz, Jungs. Ein halbes Herz. Oh mein Gott. Alter. Jetzt hab ich keinen Bogen mitgenommen, wie dumm. Ey, wir greifen nie wieder diese Velociraptoren an. hast du die jetzt erstens angegriffen? Nee, die greifen einfach so an. Ja, warte mal, ey, das in Jurassic Park wird doch irgendwie gesagt, wie die angreifen. Zwei gucken dich an und dann kommt von hinten der Dritte und tötet dich. Irgendwie so war das, glaube ich. Und jetzt kam hier direkt das ganze Rudel. Oh mein Gott. Aber wie schön die Höhle auch aussieht. Ja, wirklich. Ey, ohne Witz. Kann man die auch ohne Karte einfach so random da drauf stoßen oder ist sie gerade? Ja, kann man, glaube ich, aber. Oder ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob die generiert wird, wenn man die Karte hat. Das kann natürlich auch sein. Aber überlebst du das? Ey, sag doch was. Überlebst du das, Annie? Ja, ich strong. Ich habe zum Glück noch eine gute Rüstung. Okay. Alter, was war das denn jetzt schon wieder? Der ist übel gruselig, der Bruder. Gibt's auch Eier? Schau mal vor, man kann die züchten, die Dinos. Nee, möchte ich gar nicht. Ey, schau mal vor, man kann die züchten, die sind dann auf deiner Seite. Das wäre cool. Das wäre alles über der Server lecker ein bisschen, ne? Aua. Ja, übel. Ja, ja gut. Verständlich irgendwie. Die Höhle tiefer. Hey, ich schwöre, wie das überhaupt aus? es gibt noch vier weitere so Riesenbiome, ne? Gott. Boah, ist das krass. Lol, das ist so eine Struktur. Lol. Ember-Monolith. Was für eine Struktur? Ja, ich seh's gerade. Ey, hier sind überall welche. Ach, sowas. Ah, okay. Denkt ihr, hier gab's mal so Einwohner oder so? Also, ich glaube, es gibt immer so Stories zu diesen ganzen Höhlen und hier war das irgendwie so, dass diese ganzen Dinos, die halt hier wohnen, in der Zeit gefangen sind oder sowas und dass das halt so eine eigene Kapsel ist. Hä, hey, wohin? Ich bin runtergefallen. Ach so. Ey, wie groß das aber auch ist, ne? Was war das schon wieder? Oh nein, da ist noch ein Velociraptor. Oh mein Gott. Warte, ich snipe den. Machen diese... Oh, stark. Ey, diese Flytraps machen gar keinen Damage. Das verwirrt mich so krass. Diese Flytraps gehen nur auf Fliegen, guck mal. Warte mal, vielleicht schnappt ihr gleich zu. Nee.
Hat gar keine Lust. Weil wenn man da reingeht, passiert nichts. Oh mein Gott. Ja, aber auch ein bisschen. Habt ihr das gehört? Das ist noch ein T-Rex. Oh mein Gott, pass auf. Da vorne, wenn man gerade ausguckt. Oha. Okay, okay. Ey, der riecht. Warte, wie war das? Ey, wenn der auf uns zurennt, ne? Warte mal, bleib mal stehen. Ist das ist das... Ja, der hat den Kopf runtergemacht, ist losgegangen. Der greift nicht an. Warte mal, bleib mal alle still stehen, bleib mal still stehen. Nichts machen, still stehen bleiben. War das bei Jurassic Park so, wenn man still steht und nichts macht, dann greifen die einen nicht an, dann sehen die einen nicht. Ja, stimmt. Die riechen nur. Ja, guck mal, der geht nicht zu uns. Der wird schon, wenn wir jetzt hier rumlaufen würden, wäre der schon auf uns. Jetzt isst du was. Du hast was gegessen, oh mein Gott, ich glaube, er hat das gehört. Warte, lass mal chillen. Nichts machen, bleib chillen. Wie chillen? Nichts machen, gar nichts. Da rennt so ein Peter T-Rex auf mich zu und du sagst chillen. Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! Freiherzen! Oh mein Gott! Es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ein bisschen anders gelaufen, ne? Ja, ehrlich. Okay. Ich trau dir nicht mehr. Warte mal, lass ihn mit Bogen einfach abschießen, komm. Wir kriegen den. Einfach. Ich bin hier auf irgendeiner Plattform. Der geht auf mich zu! Der geht auf mich! Der muss ja. Oh mein Gott! Ja! Alter! Oh mein Gott, der T-Rex, der droppt keine normalen Knochen, der droppt so Heavy Bones, also schwere Knochen. Krank. Ey, aber Jungs, habt ihr gesehen, wie der mich hochgeschleudert hat? Ja, hab ich. Aggressiv, der soll mal ein bisschen Alter, war das krass. Ich glaube, bitte nicht. Ich wollte gerade auf die losschießen, habe ich gemerkt, dass was eben passiert ist. Aber ich glaube, die greifen halt auch so an. Leute, da hinten ist ein weiterer Dino, so ein großer, glaube ich. Ey, denkt ihr, guck mal rechts oben, diese fliegenden, denkt ihr, das ist ein Nest? Ja, der kommt so. Was sind das, Elias? Denkst du, hier ist ein Nest? Weil hier so viele auf einmal sind. Ich glaube, die schlüpfen aus diesen Amber-Sachen, kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja überall und jetzt sind ja plötzlich so auf einem Haufen so viele. Ey, Leute, ja, okay, kann sein. Glaube ich. Wo? Was? Ach, warte, hier, oder? Oh, das wäre krass. Nee. Das sind die Flugsaurier. Boah, wie sind das viele, Alter. Droppen die was? Sollen wir mal einen angreifen? Sollen wir einmal... Ja, die sind zu viele, wenn die irgendwie teamen oder so. Ja, ich... Ja, hier! Ist da noch einer? Hier. Noch ein anderer? Ey, wie cool! Ist da noch einer? LOL! Langdings... Nee, das ist kein Langhals. Wie hießen die nochmal? Aber nee, der sieht irgendwie komisch aus. Die sind irgendwie hässiger. Der ist friedlich. Ach, hier ist noch einer. Ich muss kurz ein Foto machen. Na, Dicker, bitte. Boah, aber die sind schon krass. Oh nö, jetzt kommt wieder die ganze Gang. Oh nein. Och nee, das kann doch nicht wahr sein. Planenkrieg in Clash of Clans, Hilfe. Oh mein Gott. Brauchst du Hilfe oder? Aua. Also ich krieg zwar nicht viel Schaden, aber die sind halt zu viele und dadurch entsteht der Schaden. Ja, okay, macht Sinn. Au. Wo ist der? Ey, wie weit das hier noch weitergeht. Kriegen wir das überhaupt alles in einer Folge hin zu erkunden? Ja, deswegen meinte ich auch schon. Ich weiß nicht. Egal, das wird ein XXL. Ja, ich ohne Witz, ich sag meine Folge geht 40 Minuten, sag ich. Mindestens. Ich sag, boah, wie, aua. Ja doch, Stunde, sag ich, ist drin. Kann sein. Egal, das muss auch mal... Freunde, Leute, wenn ihr irgendwie jetzt... ja, hätte ich am Anfang sagen sollen, aber egal, holt euch Popcorn. Boah, aber die Sounds sind irgendwie cool. Irgendwas feiere ich an diesen Sounds, die ganze Zeit, dieses Grillen oder. Ich finde das so. Irgendwie ist das so übel druckmachend, aber irgendwie ist es auch beruhigend. Yes, yeah, ehrlich. Boah, das Ding ist halt, mir geht. Ihr wärt in Real Life hier und das wäre so übel warm einfach so. Mir geht einfach gerade so als Ice Age Fan einfach übel das Herz auf, das so zu sehen, gerade irgendwie. Alter, ist das Ding krass. Bei mir ist gerade ein Spur. Das ist ein Haus oder sowas. Bitte lebt da jemand. Ey, hier ist irgendein Erz, glaube ich. Ey, vielleicht findet... Hä? Da ist irgendein Brick dran. Guck mal. Das ist ein Fossil, glaube ich. Warte mal. Was? Warte, soll ich mal gucken, ob ich es mitnehmen kann? Geh mal rein. Hallo? Geh einfach, stürm das aus. Ey, hier ist wirklich Fossile oder so. Hier ist eine Kiste. Lol. Hä? Okay? Speer! Okay. Hier sind Speere. Wo seid ihr? Oben. Ach, da. Top Hype. Ey, wie sehe ich aus, Jungs? Fußabdruck. Alter! Guck mal Lenny an, Elias. Oha! Hä, ist voll krass. Ey, hier sind so... Ey, was ist das hier? Ey, Jungs, die macht 9 Damage. Nachruf? Warte mal. Alter! Ist das von euch? Ey, Leute, guckt mal, ich hab diese Keule hier genommen, guck mal. Diese Keule, ne? Ja. Ey, die macht zwar 9 Damage, aber guckt mal, wie langsam die wieder auflädt. Guckt euch das mal an. Sieht man das? Nee. Nee.
Warte mal, wie ist es beim Speer? Ja, so ist okay. Ey, ich hab so vier Stück. Man kann die werfen! Ey, nein. Kann ich auch einen haben? Ja, hier, nimm zwei. Ey, Jungs, wir gehen jetzt auf Dino-Jagd. Oh, danke schön. Ey, lass mal gucken, ob wir damit einen T-Rex irgendwie abwerfen können. Aber ich will noch die Proteine mitnehmen. Ich denke, ja, kann sein, dass es so wie Pfeile ist, ne? Warte mal, kann man die irgendwie craften oder so? Man kann die craften! Ich verstehe diese Fossile nicht. Ey, Jungs, wir müssen uns ganz viel von diesem Stein hier mitnehmen, von diesem Limestone. Nee, warte, das ist okay. Smooth Limestone. Wir brauchen den normalen Limestone, weil damit kannst du die Speere craften. Ah, oh, okay. Wie viel Schaden machen die? Muss mal gucken. Vier. Warte mal, ja, kann ich kurz jemanden abwerfen? Man stirbt ja offensichtlich nicht von. Ja. Oh! Lol! Ey, man kann die wieder aufsammeln, wenn man gehittet hat. Ah, okay, das ist wichtig. Hat jetzt jeder einen? Ich hab zwei. Okay, dann lasst mal irgendeinen Dino jagen. Sollen wir auf den roten da unten gehen? Okay. Oder sollen wir noch einen T-Rex suchen? Ja, okay, lasst einen T-Rex, oder? Der ist aufs Ganze? Ich sag ehrlich, ein T-Rex wäre schon cool. Ey, hier ist ein Erz. Ein erstes Eisen, oh. Ja, hab ich eben auch gedacht. Da hinten ist eine Stadt oder so. Guck ja? mal. Wo bist da du? Hängt so Ketten und so. Oha. Zoom mal mit Optifine rein. Ey, ist das. Kann das sein, dass das ein normaler Minenschacht ist, der einfach da reingeneriert ist? Oh, bitte nicht. Ja, da unten ist Holz. Ja, kann sein, dass das ein Minenschacht ist, leider. Oh nee. Ich hör einen T-Rex. Ja, bei mir genauso. Warte mal, lass mal zu dem hingehen. Erstmal gucken, ja, ist leider ein. Wow, wie cool! Alter, das sieht aus wie ein Nether. Ey, hier war gerade ein Riesenfrosch. Hä? Ein Riesenfrosch? Wo bist du? Der war so ein bisschen größer als da hinten. Der ist so wie dieses, was an den Decken hängt, dieses Orangene. Alter, hä, wo denn? Warte, der ist in mein Gesicht gesprungen. Ich hab mich komplett erschrocken. Guck mal, man kann hier so auf die Äste klettern. Hallo, kann man die mitnehmen? Man kann die Äste mitnehmen. Der war größer als der hier. Boah, warum ist das so? Oder? Kann man? Nee, man kriegt Saplings. Wir können jetzt diese Pflanzen oben anbauen, glaube ich. Ja, lass das machen. Ja, okay, dann lass uns auf T-Rex-Suche gehen. Okay, T-Rex-Suche, let's go. Ich höre überall welche. Ah, nee, ich glaube, das sind keine T-Rexe. Ey, aber guck mal, auch da drüben der Mineshaft in den Bäumen, das sieht so cool aus. Wo? Wo? Da vorne direkt. Ach, da, yo. Ey, also ich finde die Höhle richtig cool. Ich auch. Ich bin so gespannt auch auf die anderen dann auch noch, ne? Also ich stelle mir auf jeden Fall als Ziel, eine Horrorhöhle zu finden. Ja, safe. Elias, Lenny und ich haben den Plan entwickelt, dass das Projekt bis Halloween gehen soll. Dann gehen wir an Halloween in die Horrorhöhle. Ist noch ein halbes Jahr oder so. Egal, machen wir. Aber dann auch Sounds so richtig auf 100 und so einfach. Ich habe das wirklich mit Jumpscares und so Sachen, die dir ins Gesicht fliegen. Oh mein Gott, das ist krass. Es sieht gerade nicht so sehr nach einem T-Rex aus, aber hier kann man noch weitergehen. Hier waren wir noch nicht, oder? Ey, ich glaube, hier ist aber kein T-Rex mehr, leider. Aber ich hoffe, es gibt nur zwei. Da unten! Wo bist du? Hier. Ist da noch einer? Ja. Ah, ich sehe es. Okay. Gut, Freunde. Okay, Leute, wir machen jetzt den krassesten Angriff der Welt. Okay, warte. Elias, komm her. Ja, ich bin noch wirklich noch. Ich nehme auch. Wo ist meine Keule? Ich will mit der Keule auch rein. Eventuell, wenn ihr sneakt, vielleicht zieht ihr uns dann. Ey, der kommt schon! Okay, Speere! Los, Speere drauf! Nein, ich hab daneben geworfen! Nein, ich bin stuck! Oh mein Gott, ich bin im Loch, ich bin stuck im Loch. Leute! Oh mein Gott! Nein! 2000 Jahre später. Das kann wirklich nicht sein, dass ich jetzt hier direkt gestorben bin von. Habt ihr gesehen, wie hoch der mich geworfen hat? Ja. Das ist ein bisschen. Also das ist echt nicht normal. Ey, was ist das? Sind da so Krabben? Ja, warte, ich hab Eisen dabei, vielleicht kann ich mir einen Eimer machen und die einfangen. Ja! Man kann die nicht nehmen. Nehmt die mit. Warte, ich hab auch noch welche. Warte mal, meine Sterbeurkunde werfe ich jetzt weg. Trilocaris. Trilocaris? Ja, ich sehe es. Ja, ich hab einen. Ach, das sind diese, wo ich dachte, das ist dieses, wo das dieser Tausendfüßler ist. Ach so. Weil der hat ja ein bisschen das Gesicht von dem. Ey, denkt ihr, man kann die fortpflanzen? Bestimmt irgendwie, oder? Denkt ihr, die droppen hat was? Hat jeder einen? Ja, ich hab einen. Ich hab drei sogar. Ja, okay. Warte mal, ich geh mal ein, oder? Juri. Die haben vorher den ekelhaftigen Sound gemacht. So. Ja, wirklich, ja. Genau so. Wartet kurz. Nimm noch einen mit.
Aber mich würde auf jeden Fall noch interessieren, was dieser blaue Dino droppt. Das wäre eigentlich auch eine Idee, den mal zu holen, oder? Ja, schon. Ja, der ist halt lieb. Ich weiß nicht, ob der überhaupt was droppt. So mit. Oh, vielleicht droppt er seine Schuppen oder sowas. Bam. Oh, ich habe eins mit der Keule übergezogen. Oh mein Gott, der greift an. Ja, weil wir ihn angegriffen haben. Das ist ja aber so groß. Ist der stark? Der hält viel aus gerade. Ja, der macht doch gut Damage. Ah, okay. Ja, der droppt wie die anderen Sachen einfach. Ja, okay. Ey, guck dir das mal an. Die droppen hier alle so diese Heavy Bones. Guck mal. Oh, lol. Ey, ihr könnt übel den coolen Helm machen mit diesen schweren Knochen. Ja? Man kann es daraus auch diese Keule machen. Ach, hier. Primordial, der Helm. Warte, Tothide. Ich kann mir den machen, glaube ich. Mach. Warte mal, wir brauchen noch. Lass mal noch ein, zwei Dinos holen. Dann können wir den machen. Ich brauche ein bisschen mehr Knochen noch. Oder habt ihr noch? Ah, ich habe euch vielleicht was gegeben, oder? Ich habe zwei Knochen. Okay, warte mal. Vielleicht kann ich mir den machen. Warte mal, ich mache. Okay, ich werde da noch kurz, aber langsam auch die Folge beenden, würde ich sagen, oder? Jetzt ist ja wieder ein bisschen lang hier. Okay. Was brauche ich jetzt dafür? Ich brauche, glaube ich. Man kann die nicht umcraften in normale Knochen wieder, ne? Man braucht Knochen, oder? Man braucht noch normale Knochen, oder warte mal, kann man Bone Block mit. Ah, man macht den mit Mehl, okay. Welchen möchtet ihr euch machen? Diesen einen. Ah, es gibt auch gar nicht viel mehr. Warte, ich mach den jetzt, warte. So. Ich hab ihn! Okay, zieh mal an. Okay, warte. Aber du musst deinen Hut gut abziehen. Lol. Was ist das denn? Hä? Der sieht gar nicht so gut aus, wie ich dachte. Ich glaube, der ist ein bisschen verbuggt, glaube ich. Ich hoffe, weil der sieht irgendwie. Ey, aber der ist besser als mein jetziger. Also von der Rüstung her. Aber so sehe ich aus wie so ein übelster Steinzeit-Höhlenkrieger. Ich mach mal wieder den hier. Jetzt sieht man den Helm nicht, aber ich habe ihn trotzdem an. Das ist gut. Boah, aber das ist ehrlich krass. Warte mal, wenn ich jetzt noch. Schau mal mit der Keule jetzt, warte. Warte. Guck mal, ich habe auch diese Pfeiltasche da. Warte, ich mach mir auch so eine Keule. Lol. Kann man die craften? Warte, brauchst du noch einen Heavy-Knochen? Nee, ich hab alles. Ah, okay. Man kann die Keule craften. Willst du auch eine? Das ist cool. Lenny? Ja, dann haben wir zur Abmod alle cool. Einfach eine. Soll ich dir eine machen, schnell? Yes. Warte, wie sieht die aus in der Hand? Doch, hier. Die ist cool. Schau mal, wie lang die Charge, warte, wenn du die in der Hand hast, das ist halt schon. Boah. Ach du Kacke. Aber schlag mal, wie das dann aussieht. Es sollte 3 Jahre. Schlag mal. Aber wenn ihr hier dann Sharpness drauf macht, wenn das geht, dann wird das, glaube ich, richtig stark. Boah, Sharpness 5, da macht sie 14 Damage oder so, oder? Ja, kann hinkommen. Boah. Und dann noch Fire-Aspekt oder so? Ich glaube, wir waren jetzt schon relativ weitläufig hier erkunden. Ich glaube, das waren alle. Also ich meine, von diesen Strukturen hätte ich halt gerne noch welche gefunden. Ja. Aber im Endeffekt, die unterscheiden sich nicht groß von den anderen. Gibt's wohl noch irgendwelche Kristalle oder so, ne? Ey, warte mal, wenn wir dieses. Es gibt so ein, wie heißt das? Tothide oder irgendwie sowas. Da kann man sich noch so mehr Rüstung machen. Keine Ahnung. Ey, ich komme auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal meine Folge beenden, aber ich komme auf jeden Fall nochmal hin in Zukunft. Ja. Okay, sollen wir kurz die Abmod machen? Yeah. Okay, Freunde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Natura. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich meine, die muss euch gefallen haben bei dem, was hier passiert ist hier heute. Auf jeden Fall, Freunde, das war's jetzt mit dieser wunderbaren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt die anderen aus. Haut rein, Leute. Und ciao. Tschüss. Wir sind Freunde, die nie wieder streiten.